Rotfußpunkt finden. Was ist das? Ich habe eine Ebene. Na, schönere Farbe ist das. Also eine Ebene, ja, und habe einen Punkt. Und dann fälle ich ein Lot. Hier überall rechter Winkel. Und dieses F, das ist mein Lotfußpunkt. Ja, hier nochmal gemalt. Und diese Ebene habe ich hoffentlich mit einem normalen Vektor in normalen Form. Und dann ist die Idee, ich baue mir eine Gerade. Also eigentlich habe ich ja nur einen Punkt an einer Ebene. Und was jetzt neu ist, ist, dass ich mir so eine Gerade G, ja, die baue ich mir. Und wie baue ich mir die Gerade G? Eine Gerade hat ja immer irgendwie x ist gleich einen Aufpunkt a plus Lambda mal u oder u, so. Als Richtungsvektor nehme ich den normalen Vektor der Ebene. Und als Aufpunkt nehme ich mein p. Ja, und dann habe ich hier also p und dann dieses n, das ist mein Richtungsvektor. Und diese Gerade G schneidet ja die Ebene im Lotfußpunkt. Also, ich nehme mir hier diese Gerade mit p und dem Richtungsvektor und ich schneide g mit e und erhalte dann den Lotfußpunkt. Das war's. Wenn die Ebene keinen normalen Vektor hat, sondern so in dieser Parameterform gegeben ist mit u und v, dann muss ich eben den normalen Vektor mit u kreuz v erstmal bestimmen. Und dann mache ich das hier so wie oben beschrieben.